Hallo Kalikschu und willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Mein Herz schlägt höher, es ist so ein besonderer Moment für mich, weil ich wirklich schon ewig mittlerweile DIYs hier mit euch teile und nun endlich sagen kann, dass ich meine eigenen DIY-Boxen habe. Woo! Ja, ich rede von Boxen, das heißt zwei Stück und zwar in diesen wunderschönen Designs, die wir extra so perfekt aufeinander abgestimmt haben. Einmal hier in rosa mit Gold und noch natürlich endlich mal was in Mint. Wow. Ich hoffe, die gefallen euch genauso gut wie mir. Aber es geht natürlich nicht um die Optik, sondern um den Inhalt. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum habe ich sowas nicht früher gemacht? Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr sehen könntet, wie viel Zeit, wie viel Arbeit, Schweiß, Blut und Tränen in diese Produkte geflossen ist. Wow, das ist eine lange, lange Geschichte. Das ist unfassbar und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass sie wirklich perfekt geworden sind. Und heute wollte ich euch zeigen, was sich im Diamond Painting Set versteckt, wie man das Ganze angeht und auf was man achten sollte, wenn man zum ersten Mal ein Diamond Painting macht. Als erstes haben wir natürlich die Leinwand da drin mit dem Motiv und da kommen wir gleich noch dazu, was es ist und wie das entstanden ist. Aber nur als Info, das Ganze hat die Größe von 30 x 40 cm. Wir haben hier 30 wunderschöne Farben mit insgesamt über 10.000 Diamonds. Die kommen alle perfekt sortiert in diesen Farbbeutel abgepackt, aber da müssen wir sie rausholen und umfüllen, weil wir nie alles direkt aufbrauchen wahrscheinlich. Und deshalb findet ihr nochmal 30 von diesen kleinen Zipperbeuteln im Set und natürlich auch noch die ganzen Tools, um die Diamonds dann auch auf die Leinwand zu bringen. Da haben wir einmal diesen Stift hier, der vorne so eine einfache Spitze hat, mit der man einen Diamant aufnehmen kann. Aber ich habe zusätzlich auch noch das hier ins Set gemacht. Damit kann man bis zu drei Diamanten gleichzeitig aufnehmen. Und den steckt ihr dann einfach auf die Rückseite so auf und dann hat man eben beides. Damit man es auch bequem halten kann für eine längere Zeit, gibt es hier noch ein Kissen, was ihr hier drüber stecken könnt. Zack. Und dann kann man es nochmal ein bisschen bequemer halten. Dieses rote kleine Teilchen hier ist Wachs und dazu, genauso wie hier zu diesem Schiffchen, kommen wir gleich. Bevor wir nämlich anfangen können, müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten, aber das machen wir nur einmal am Anfang und dann ist es auch erledigt. Denn wie gesagt, haben wir hier diese Farbtütchen und die sind auf der Rückseite alle hier beschriftet mit den Nummern und die einzige Nummer, auf die man achten muss, ist die hier hinten nach dem Minus. Also hier ist es die Nummer 19 oder hier die Nummer 30. Die fülle ich jetzt jeweils um in einen Zipperbeutel, aber ganz wichtig ist, den auch zu beschriften. Ich benutze dazu einfach immer so ein Edding, der halt nicht wischbar ist, also damit die Zahl auch wirklich drauf bleibt. Und es ist wirklich ganz wichtig, das richtig und ordentlich zu machen, damit man auch nachher weiß, welche Farbe auf welches Feld gehört. Hier an der Seite vom Diamond Painting ist nämlich so eine Legende. Und hier in der linken Spalte unter Nummer findet ihr alle Zahlen wieder, die eben auf diesen Farbbeuteln draufstehen, mit den zugehörigen Feldernamen dazu. So, und jetzt kann es finally losgehen und dafür suchen wir uns ein Part vom Diamond Painting aus, mit dem wir starten wollen. Das Ding ist nämlich, es dauert sehr lange. Also man hat da wirklich auch lange was davon und ich finde es übertrieben entspannend, aber ich glaube, das muss man einmal selber ausprobiert haben, um zu verstehen, wie toll es ist, dass es auch wirklich so langsam vorangeht. Bei mir zumindest. Vielleicht bin auch nur ich langsam, aber ich liebe es. Dafür schnappe ich mir hier so ein Skalpell und schneide dann einfach ganz vorsichtig die Plastikfolie ein, die auf der Leinwand sitzt. Dann kann man das Stück abziehen. Dadurch habe ich jetzt hier diese freie Fläche, die ich bekleben kann. Und der Rest ist noch geschützt mit der Folie. Das heißt, hier kann man auch mit dem Arm oder so problemlos drauf und bleibt nicht kleben, weil das hier ist richtig sticky. Und genau auf diese sticky Fläche müssen jetzt die Diamonds drauf und dafür brauchen wir das Wachs. Da ist auch so eine Schicht an Plastik drüber, das am besten aufbewahren, dann kann man es nachher wieder zukleben, dann bleibt nicht irgendwie Staub oder Dreck drin kleben. Und hier rein drücken wir jetzt diese Applikatoren, damit die gefüllt werden eben mit dem Wachs, also einfach einmal so runter drücken und dann ist das hier vorne drin. Dasselbe mit der anderen Seite. Reindrücken, zum Wibbeln und dann haben wir hier auch das Wachs vorne drin. An sich ist Diamond Painting jetzt super einfach, denn es funktioniert wie Mal nach Zahlen, nur ohne Sauerei. Das heißt, ihr braucht keine Farbe, die irgendwie austrocknen kann, man muss keine Pinsel auswaschen und man kann sich nicht schmutzig machen, was sehr gut ist für mich. Jedes der Felder ist mit einer Zahl, Buchstaben oder mit einem Symbol gekennzeichnet. Und da sucht man sich eben aus, mit was man starten will. Ich jetzt hier mit O. Und dann schaut man in der Legende nach, für welche Zahl die steht. Das heißt, O in meinem Fall für die Nummer 29. Das heißt, immer links davon. Die komplette rechte Spalte könnt ihr eigentlich ignorieren. Die Zahlen sind unwichtig.
So, kommen wir direkt zum ersten Tipp, den ich habe. Und zwar niemals zu viele Diamonds in das Schälchen geben, auch wenn es schön aussieht, aber sonst können sie nicht perfekt liegen. Und was auch da hilft, ist der zweite Tipp, und zwar das Schälchen einfach so leicht schräg nehmen und schütteln und beziehungsweise eher dran wackeln, wie ihr es gerade eben gesehen habt. Und dann drehen sich schon super viele auf die richtige Seite. Das heißt, die flache ist unten und die schöne Diamantenseite ist oben. Und damit können wir sie dann perfekt aufnehmen. Alle Steinchen, die übrig bleiben, kommen dann wieder zurück in ihr Tütchen. Und es geht super einfach mit dem Schiffchen, weil es vorne so eine kleine Spitze hat. Und darüber kann man es richtig einfach wieder zurückgeben. Alles gut verschließen und dann kann es weitergehen mit der nächsten Farbe. Und das Coole ist auch, Diamond Painting ist so ein richtiges ASMR-Ding. Ich habe es euch mal hier zusammengestellt, es ist so nice. You got 2 minutes of my time. I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh. Ich kann mir das echt stundenlang anschauen und ich hoffe, ich bin damit nicht alleine. Gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr es auch nice findet. Und übrigens mache ich mir auch super gerne nebenher noch was an, zum Beispiel irgendwie einen Podcast oder ein YouTube Q&A. Irgendwas, wo man nicht so richtig viel hinschauen muss, sondern eher zuhören. Übrigens wäre für solche Flächen wie hier, wo viele gleichfarbige Diamonds nebeneinander kommen, der Dreieraufsatz richtig praktisch, den ich auch ins Set gepackt habe, weil man dann einfach viel schneller vorankommen würde. Aber meistens benutze ich irgendwie nur den Einseraufsatz. Ich weiß nicht warum, aber macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Ey, immer wenn ich Diamond Painting mache, bekomme ich so richtig rote Wangen, weil ich mich so krass auf diese Steinchen konzentriere, die so perfekt zuzuordnen, dass ich aber auch an nichts anderes mehr denke. Und das ist das Schöne daran. Ich habe so voll oft irgendwelche Alltagssorgen oder Ängste oder einfach Gedanken, dass mir manchmal zu viel wird. Aber wenn ich Diamond Painting mache, dann bin ich da so im Tunnel und konzentriert nur auf diese Steinchen, dass ich alles vergesse. Und darum finde ich das auch so mega entspannend. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Ich bin mir sicher, es geht anderen Leuten genauso. Und für dieses kleine Fältchen hier habe ich jetzt sage und schreibe 20 Minuten gebraucht. Ich weiß, man denkt so, oh, wenn es gar nicht vorangekommen, weil es nur so ein bisschen ist. Aber das Schöne ist halt, man hat auch wirklich lange dann was davon. Und so allmählich setzt sich dann das ganze Design zusammen und man erkennt halt das große Ganze. Sobald alle Steinchen aufgesetzt sind, sieht es nämlich so aus. Ich finde es so schön. Mir macht es unfassbar gute Laune, wenn ich diese Farben angucke und allgemein dieses florale Muster. Ich finde es halt auch richtig krass, wie gut man diese ganzen Details von den Blumen noch erkennen kann, obwohl es nur aus Steinchen zusammengesetzt ist und das Originalbild halt richtig detailreich war. Das, Freunde, sieht nämlich so aus und das habe ich natürlich selber gemacht. Da habe ich mir ganz viele Blumen gekauft und die dann so auf einem rosanen Papier einfach auf dem Boden ausgelegt, von oben fotografiert und dann nochmal später diesen Spruch eingefügt und den finde ich halt richtig passend auch da dazu, always growing, klar auf die Blumen bezogen, aber auch auf uns selber. Deswegen wollte ich halt unbedingt auch was Motivierendes haben, weil ich mir das jetzt auf jeden Fall hier als Deko hinhängen werde. Gerade jetzt für den Frühling ist es perfekt. Und das wirklich Coole daran ist halt, dass die Idee, Diamond Painting ausprobieren, wirklich von euch kam. Es haben so viele Leute mir auf Insta geschrieben, Cassie, probier das mal aus. Ich glaube, das ist genau dein Ding. Und dann habe ich das gemacht, habe ich komplett verliebt da drin und so ein kleines neues Hobby gefunden. Und jetzt mein eigenes Diamond Painting in den Händen halten zu können, ist so was Besonderes. Ich hoffe so sehr, dass ihr es auch mal ausprobiert. Deswegen verlinke ich euch meins natürlich in der Infobox. Und als letzte Info auch noch, wenn man dann fertig ist damit, die Steinchen, die kleben natürlich mega feste von alleine drauf. Es gibt aber auch, was ich oft bei anderen sehe, solche Sealer, die man da drüber geben kann, damit es halt wirklich ja, versiegelt nochmal wird. Ich persönlich habe es noch nie gemacht. Ich brauche das irgendwie nicht, weil bisher ist noch nie ein Steinchen abgefallen. Aber man kann da hingehen, das Diamond Painting ausschneiden, also einfach die überschüssige Leinwand entfernen und dann auf ein Papier aufkleben und hier in so einen 30 x 40 cm großen Rahmen reinmachen. Und so finde ich, sieht es richtig edel aus in diesem weißen Rahmen außenrum und dann mit der passenden Schriftfarbe dazu. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und auch diesen Emoji, wenn ihr bis hier geschaut habt. Aber wir kommen noch ganz schnell zur Videofrage, die heute von It's Isabella X unterstrich kommt. Habe ich was verpasst oder wieso sind die Produkte von Black Edition Merch oder das lila T-Shirt von früher nicht mehr im Shop? Es gibt noch ein paar wenige von den Black Edition T-Shirts, aber die sind danach auch ausverkauft. Und es liegt einfach daran, dass wir halt nicht für immer alles nachproduzieren lassen können. Das machen wir bei einigen Sachen, aber das gab es ja auch schon mega lange und das lila T-Shirt war ja auch von ganz am Anfang vom Merch. Und sobald die Größen halt irgendwann ausverkauft sind, dann ist es halt weg, weil wir auch immer wieder neue Produkte nachbringen und wir können nicht endlos alles wieder restocken. Das auch ganz wichtig, ist auch bei den DIY-Boxen so. Wir haben von beiden wirklich nur
wenige anfertigen lassen. Beziehungsweise ich kann es euch einfach sagen, es gibt 500 Diamond Paintings und 500 Create Your Bag Sets. Und wenn die weg sind, dann sind die halt auch erstmal ausverkauft. Ob wir sie nachproduzieren lassen, hängt dann davon ab, wie schnell das geht, ob ihr nochmal Bock drauf habt oder vielleicht machen wir dann auch irgendwann ein anderes Design. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, deswegen immer, wenn ihr euch was aus dem Merch holen wollt, dann holt es euch jetzt, weil ich kann euch nie garantieren, dass es das halt in einem halben Jahr oder in einem Monat noch gibt oder so. Schreibt mir super gerne neue Fragen mit dem Hashtag AskKellyKirsty in die Kommentare und dann ist deine vielleicht im nächsten Video mit dabei. Und dann muss ich mich jetzt beruhigen. Ich bin so aufgeregt gewesen, dieses Video zu drehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn dafür da bin. Ja, und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Dafür abonnieren nicht vergessen und bis dahin, macht's gut, Leute!